Hello all and welcome. The following session is about the Blinken Rocket, the nifty device that some of you... Hallo alle zusammen. Der folgende Talk geht über die Blinken Rocket. Es ist 100% Open Source. Hände dreckig mache Erfahrungen für Beginner, für Anfänger. Und jetzt gibt es einen Vortrag darüber, wie es geschafft wurde, dass die Blinken Rocket fliegen konnte. Lass uns den Redner willkommen heißen. So, oh well, I can hear my voice, so we're waiting for the slides to appear. Also, ihr hört jetzt den Vortrag The Blinken Rocket aus der Übersetzerkabine von Mr. Browns und Outer. We'll spend some time waiting for the slides to appear. And also a warm welcome to okay, wir warten darauf, dass die Folien losgehen. Somebody is on the tram right now, so they probably have good connectivity to this talk as well. Ja, hoffen wir, dass die Leute im Zug sich auch auf diesen Talk verbinden können. Ich kenne zumindest einen, der sich dann interessiert hat. Okay, das hier ist die Blinken Rocket, die ich hier in der Hand habe. Ich möchte mit euch über verschiedene Themen reden. Wir fangen einfach mal mit dem Projekt Zielen an. Weil wir wollen Ziele haben, bevor wir mit irgendetwas losgehen, wie bei jedem Projekt. Dann erzähle ich ein bisschen über die Hardware, die da drauf ist, die Designentscheidungen und das wahrscheinlich Interessanteste, die Software, die auf diesem Gerät läuft. Und dann reden wir danach noch wie wir das tatsächlich produzieren könnten. Weil wir wissen, man hat viele Ideen in diesem Raum, das wissen wir. Aber wenn man die eigenen Lötbausätze verteilen will, dann werdet ihr Sachen erleben, die wir auch erlebt haben. Und wir können euch vielleicht Sachen erzählen, was ihr am Anfang schon richtig machen könnt, ohne dass ihr 3 oder 4 Mal scheitern werdet. Okay, über uns gesprochen, das hier an meiner linken Seite ist Flo. Er ist ein Mitglied von MetaLab und er ist der Typ hinter dem Hackerspace Shop, ein Online-Shop für einige Selbstbausätze. Er ist sozusagen erfahrener als ich das bin. Und ich mache tagsüber Big Data Sachen und nachts mache ich dann Selbstbau-Lötsätze für Kinder. Okay, an diesem Zeitpunkt möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen helfenden Leuten zu danken, die uns in die Lage versetzt haben, das hier zu machen. Ihr seid alle fantastische Leute. Ja, bitte gebt ihnen einen großen Applaus. So, let's start with Project Goals. Okay, lasst uns mit Projektzielen anfangen. Ihr habt das wahrscheinlich heute sogar schon gesehen. Beim Junghackertag haben sogar viele Leute das gelötet. Wir haben also eine Zielgruppe. Wenn man was erstellt, dann muss man darüber nachdenken, wer wird das benutzen? Die potenziellen Kunden, das potenzielle Publikum. Okay, wir haben gesagt Kinder und junge Erwachsene. Und wahrscheinlich werden sie das irgendwie zu Hause oder in Schulen oder in Workshops, in Hackspaces machen. Das ist wahrscheinlich das Offensichtlichste. Und wir haben natürlich Anforderungen, die daraus abgeleitet werden können. Also zum Ersten hasse ich es, wenn ich irgendwie was Spezielles programmieren muss, um mein Gerät zu benutzen. Ich möchte Sachen zusammenbauen, und dann irgendwie das Programmieren, das finde ich furchtbar. Und wenn ich dann irgendwas kaufen muss, weil ich irgendwie was vergessen habe, wenn ich irgendwie einen kleinen Teil, diesen USB zu Serial-Umwandler irgendwie vergessen habe, dann ist es frustrierend. Ich denke da fast nie dran und das nervt. Also wenn wir die Zielgruppe angucken, dann fühlen sich das nicht an wie... Achso, wir wollen nicht kleine Teile benutzen, das wollen Erwachsene. Also wir versuchen eher große Teile zu benutzen. Wir haben also die Lötstellen größer und breiter gemacht, damit man das leichter löten kann. Und wir wollten natürlich billige Teile haben, damit man den Bausatz nicht irgendwie, dass er
günstig gekauft werden kann. Und dass man das vielleicht sogar frei vergeben kann, ohne dass man irgendwie an sein Einkommen denken muss. Und das Wichtigste daran, wenn du was machst, dann soll das irgendwie nützlich sein. Es sollte natürlich Spaß machen und auf jeden Fall, wenn man sich mit Kindern beschäftigt, dann ist es natürlich auch schön, wenn das Bildung beinhaltet. Sie werden also sehen, dass etwas in der digitalen Welt, in die reale Welt übersetzt werden kann. Das ist irgendwie so ein bisschen der Aspekt. Und es macht natürlich viel Spaß, wenn irgendwas lustig blinkt und deinen Namen anzeigt und man was drücken kann. Okay, auch von diesen Anforderungen heraus hat sich dann das Blinkenlight ergeben. Auf der Vorderseite seht ihr eine Punktmatrix, 8x8 Pixel und den 3,5 mm Audiokabel. Das gehört zu diesem Aspekt, dass man dafür keine Programmierer braucht. Wir wollten die Möglichkeit haben, dass ihr euer Mobiltelefon benutzen könnt, um dafür Text hochzuladen auf diese Rakete. Also dazu gehört auch, dass nicht mit etwas zu interagieren ist langweilig. Das heißt, wir haben auch so kleine Knöpfe dafür. Auf der Hinterseite haben wir eine Knopfbatterie, die für ein oder zwei Tage das ganze Ding mit Energie versorgt. Dann haben wir einen AT-Tiny Mikrocontroller, der mit zu den billigsten Mikrocontrollern gehört, der geeignet ist für dieses Projekt. Dann haben wir einen 64K EEPROM-Speicher und 1206 SMD-Komponenten. Um alles zusammenzulöten. Wenn wir zu der Software kommen, dann ist das Erste, dass alles Open Source ist. Dazu gehört auch die. Wir wollen alles Open Source machen. Dazu gehört nicht nur der Source Code oder das Layout, sondern auch die Dokumentation und die Bedienungsanleitungen. Wir haben die ausgedruckt und bringen und legen sie zu jedem Bausatz bei. Ihr könnt das dann zusammenbauen oder auch, je nachdem wie ihr das braucht, modifizieren. Die Firmware wurde in modularem C++ geschrieben, das ist nicht allzu wichtig, aber wir wollen es mal erwähnen. Dann haben wir einen Web-Editor mit JavaScript. Das bedeutet, dass ihr das mit jedem Gerät benutzen könnt, mit einem Mobiltelefon oder Computer, alles, was im Grunde einen Webbrowser hat. Und mit all diesen Sachen könnt ihr das dann programmieren. Es ist geschrieben in JavaScript mit dem React-Framework, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Die Audioübertragung benutzt quadratische Wellen. Und ein Protokoll, um Fehler korrigiert. Nach einer Weile hatten wir dann 1000 dieser Raketen zusammen, um das an 1000 Kinder oder Erwachsene zu verteilen. Die wurden zusammengesetzt in der Mitte von 2016 von ganz vielen Freiwilligen, nach ungefähr einem halben Jahr von Entwicklungszeit. Das Projekt wurde finanziert auch vom CCC. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Projekt Chaos mal Schule kennt, dann wenn ihr nicht, dann fragt mal euren Nachbarn nach diesem Vortrag. Es wurde verpackt von ebenfalls von Freiwilligen im Hackspace, das ist der Hackspace in Stuttgart. Es hat ungefähr einen Tag gebraucht, um 1000 dieser Bausätze zusammenzubauen und dann wurde es eben in ganz Europa für Workshops verschickt. Hier sind einige Eindrücke von verschiedenen Workshops, die waren total super. Die Kids hatten total viel Spaß, diese Raketen zusammenzubauen und dann hat alles angefangen zu blinken und es war super, deren Gesichter zu sehen und wie viel Spaß die dabei hatten. Aber es gab einen großen Haken. Jetzt möchte ich an Flo übergeben und er sagt uns, was wir jetzt dabei gelernt haben.
Hört ihr mich? I'm not sure if I'm on or not. Yes. Works. Okay. Hallo. Hallo. So, yes, there was a little catch. Ja, also es gab einen kleinen Haken und wir haben viel dabei gelernt. Als erste ist, als ich das erste Mal so einen Bausatz in den Händen hatte, habe ich gemerkt, dass es total gut war und dass es viel Potenzial hatte. But the first thing, the first aber das erste Problem war, was, that we used square waves to transmit, dass wir eben diese quadratischen Wellen benutzt haben. Auf einem Lenovo ThinkPad hat das sehr gut funktioniert, aber auf einem anderen Notebook hat das gar nicht so gut funktioniert. Wie man sieht, sind die Daten total verzerrt und man kann es gar nicht so gut verarbeiten. Some common errors that happened. Einige häufige Fehler war, dass das Signal driftet. Im ersten, Bild seht ihr ein gelbes Signal aus der Soundkarte und das blaue Signal ist, was dann der Computer daraus macht. Und das Signal driftet hoch und runter auf der Y-Achse und ihr seht, dass es wirklich hart zu schwer zu verarbeiten ist. Und auf dem rechten Bild sieht man auch nochmal, wie verzerrt das ist. Jetzt die Frage, warum? Naja, also jedes Soundgerät funktioniert unterschiedlich, kommt von verschiedenen Herstellern, verschiedene Soundkarten und machen eben nicht genau das Gleiche. Und die meisten Soundkarten haben Probleme mit Quadratwellen. Und Soundkarten können dieses Signal nicht verlässlich reproduzieren. Dann ist da noch das Problem, dass es verschiedene Ebenen, verschiedene Layer gibt zwischen dem Webbrowser und der Hardware. Und es wird eben über verschiedene Layer heruntergereicht sozusagen und das Signal kann an jedem dieser Schritte modifiziert werden. Also so, dass es eben dann letztlich gut klingen soll, aber es ist nicht dafür gemacht, eben diese Art von Daten zu übertragen. Dann gab es aber eine Lösung zu diesem Problem, die ADC Edge Detection heißt. Sometimes and it worked much more reliable than the. Und damit war das dann eben viel verlässlicher als dieser alte Weg, diese die Kanten zu erkennen. Aber es hat immer noch nicht zu 100%ig funktioniert. And they came up with this und dann shift keying. And that worked really good. Dann gab es eben diese Methode des Frequency Shift Keying. Das bedeutet, dass man keine Quadrat mehr hat, sondern Sinuswellen. Also es ist im Grunde runder. Und, ja. Und das passt besser dazu, was Soundkarten normalerweise machen. Und diese Art von Übertragung hat dann letztlich viel verlässlicher funktioniert. Es ist auch sehr viel langsamer, aber das ist, macht nichts. Das geht nur hier um ein paar Sekunden. I don't know, 2 seconds and then you have the animation. Anstatt ein paar Millisekunden und dann hat man im Grunde das Signal. Wenn man das erstmal erledigt hat, dann habe ich, also danach habe ich angefangen, die Hardware anzugucken, wie man das den Bausatz verbessern machen kann. Und eine Sache war, dass der Batteriehalter nicht die beste Wahl war, weil die Leute das in unterschiedlichen Richtungen verwenden würden. Das war die wir zuerst hatten. Und wenn man die Batterie falsch rum reinpackt, dann sieht es richtig aus, aber es ist trotzdem falsch. Und dann gibt es natürlich noch die andere Richtung, wie man das machen könnte. Also gab es viele Möglichkeiten, dass die Rakete nicht funktionieren würde. Also habe ich den Batteriehalter ausgetauscht und diesen benutzt. Es hatte Vor- und Nachteile, es ist ein bisschen teurer, aber es gibt immerhin nur noch eine Möglichkeit, die Batterie dort reinzupacken und man kann nicht anderes die Batterie nur so rum reinstecken. Bei der anderen gab es irgendwie 8 Möglichkeiten, die Batterie und Halter auf die Rakete zu bauen. Dann war da die originale Matrix, die wir benutzt haben, die war sehr, sehr billig, aber
it's worth to wenn es viel, viel besser aussieht und 10 Cent mehr kostet, dann lohnt sich das. Dann jetzt sind es diffuse Lampen, das sieht einfach viel, viel besser aus. Es macht den Kids mehr Spaß, den Kindern. Und dann habe ich noch irgendwie ein paar Bauteile noch ein bisschen hinhergeschoben und ein paar Bekürzungen dazu gepackt. Und das Design ein bisschen verändert und dann kannst du das in einen Pick and Place, in eine Maschine stecken, die dann die Platinen für dich fertig macht. Okay, und dann gibt es natürlich unterschiedliche Nutzungsfälle. Am Anfang muss man den PROM und die CPU selber drauf löten. Und das ist natürlich cool für erfahrene Nutzer. Und dann hatten wir aber auch welche, wo diese komplizierteren Bauteile schon auf der Platine waren, so dass es ganz einfach für Kinder ohne Erfahrung geht und dass das Löten ganz einfach ist, so dass man wirklich auch sehr junge Kinder, zum Beispiel 6-Jährige, dazu bringen kann, das zu bauen. Also das ist dann schon die Version 2 des Brettes. Man sieht die neue Matrix dort drauf, man sieht die Komponenten weiter auseinander, so dass es leichter ist, sie zu löten. Genau. Und das ist die Sache, wenn man ein Board macht, dann ist es sehr einfach. Du machst ein Design, du bestellst es aus China, aber wenn du dann 1000 oder sowas machst, dann kommen plötzlich ganz viele Probleme. Zum Beispiel, für den ersten Produktionslauf hatten wir, in 2016 haben wir alles von Hand gemacht. Das massenhafte Programmieren haben wir gemacht, indem wir den Mikrocontroller dort reingepackt haben, mit einem kleinen Skript geflasht haben. Wenn man es 1000 Mal macht, dann muss man das natürlich 1000 Mal aufmachen, reinlegen, zumachen, ändern. Wie lange wird das dich dauern? Es hat ungefähr einen Tag gedauert, den einzelnen Chip aus der Packung rauszunehmen, da drauf zu packen, den Deckel zuzumachen, das zu flashen, den Deckel wieder raufzunehmen, alles wieder rauszupacken, in die Plastiktüte zu packen. Und das hat echt ganz schön genervt. Das waren so eine Ziploc-Plastiktüten. Also ich habe ungefähr 8 Stunden gebraucht, um diese Mikrocontroller zu flashen. Und das war echt, das hat keinen Spaß gemacht. Macht das nicht, Leute. Macht das einfach nicht. Und dann könnt ihr auf der rechten Seite sehen, die Komponenten, Beschriftung. Also es gibt da diesen Speicher und unterschiedliche Werte, unterschiedliche Bauteile mit unterschiedlichen Werten. Und wir haben erst kleine Sticker gehabt mit Beschriftung, um sie in die richtige Position zu bringen, damit dies in der richtigen Position in die Verpackung gepackt werden kann. Being there with scissors, 8000 times cutting up parts. You need a lot of people, or a lot of time, or both. How long did that take? Well, we had roughly 10 people helping out. Also es gab ungefähr 10 Leute, die uns geholfen haben. Like weeks or months doing it, and we spent roughly a day. Wir sprechen 10 people to create 1000 kits, and that includes also like cutting down parts. Leute waren sehr hilfreich, aber wir konnten das nicht für die nächsten 1000 Kinder nochmal machen, also obwohl uns Leute viel geholfen haben. Das sollte irgendwie von Maschinen gemacht werden, das ist, wofür Maschinen da sind. I should save time by using machines, even if it costs a little extra, it's probably worth the time and money. And I should get pre-programmed MCUs. You can pay. Okay, was man tun kann, ist zum Beispiel vorprogrammierte MCUs zu bekommen. Und dann kann man die von dem Manufaktur herstellen lassen. And I introduced color coding of SMD parts. Und ich würde auf jeden Fall vorschlagen, SMD-Bausteine color-codiert zu machen. Bei dem neuen Bausatz hat man dann einen Teil, das dann mit Rot, Grün oder Blau gelabelt ist. Und dann sagt man einfach, das rote Teil soll dahin, das blaue dahin, und das hat viel Zeit gespart. Und außerdem hatten wir jetzt eine neue Verpackung, neues Design.
das bequemer zu handhaben ist. So, yeah, I mentioned robots before. Ich habe schon von Robotern geredet, als ich diese 1000 Bausätze gemacht habe, dachte ich, dass ich diese Sätze nicht selber zerschneiden möchte, und hätte das gerne automatisiert, und das habe ich gemacht, und da seht ihr jetzt ein Video, wie das quasi funktioniert hat. Yeah, a little fast forward there. Okay, wir spulen mal vor. Ja, so I called this machine der Zahacker. Also ich habe den dann den Zahacker genannt, diese Maschine. Yeah, that's a hacker. It took me some time to build it. I thought. Es hat mich auch ein bisschen gebraucht, das zu bauen. Ich habe gedacht, einfach eine Schere nehmen und einen Motor oder sowas. Ich habe gedacht, das wird schon funktionieren, aber hat dann 4 Anläufe gebraucht. Also, was es macht, das schneidet diese SMD-Teile eben aus an so einem Band. Es bringt auch diese Farbkodierung auf den Teilen auf, bevor es sie zerschneidet. And I have 2 buttons where I can. Und ich habe 2 Knöpfe, wo ich einfach die Länge einstelle, wie viele Löcher ich sozusagen überspringen möchte, bevor ich schneide. And it cuts a lot fast. Und es ist relativ schnell. Es kann bis zu 1000 Teile pro Stunde schneiden, und es also konnte wirklich eine Menge Arbeit dabei sparen. Aber es hat mich auch ein bisschen gedauert, diese Maschine richtig quasi einzustellen. So I used OpenSCAD and Melodis 3D printed designs to hold the skisses in place. Also ich habe, das Problem war dann, diese Schere in der richtigen Stelle zu halten, und wie sie dann runtergedrückt wurde. Es gibt einen Teil, der Sprocket heißt. Das ist im Grunde so ein kleines Rad, was so Spitzen hat, was man in China für $15 kaufen konnte. Und was dafür benutzt wurde, eben dann dieses Band weiter zu rollen. Als ich diese ganzen Teile dann zusammengeschnitten hatte, auseinandergeschnitten hatte, geht es um die Herstellung der PCB-Teile. Und ich habe jetzt noch ein Video gemacht davon, wie dieser Prozess funktioniert. Es war sehr lustig, und es war ein lustiger Nachmittag, um diesen Robotern dabei zuzugucken, diese Teile zu bauen. Das ist die Lötpaste, die da aufgebracht wird. Die sind jetzt auf den Platinen drauf, und jetzt kommt es in die Maschine, die davor. Das ist jetzt in Echtzeit, also es ist sehr wirklich schnell. Dann geht es in den Ofen, und dann ist es fertig, wenn es wieder rauskommt. Und da muss man die nur noch selber zusammenbauen, die Sachen, und dann ist es fertig. Ja. Was mich überrascht hat, war die Zusammensetzung der Kosten dieses Bausatzes. Ich hätte nicht gedacht, dass wir haben Assembly, Tooling and Supply Chain cost of over 50% of the actual. Also die Zusammenbauen und die zusammen die einzelnen Teile haben über 50% der Kosten ausgemacht. Und das hat auch mehr Zeit gebraucht, als ich gedacht hätte. Und ich verkaufe die gerade für $25 in meinem Shop, diese Bausätze. Und wenn man ein Kit kauft, dann heißt das, dass ich eins dafür verwenden kann, mit Kindern so bei dem Workshop quasi das kostenlos auszugeben. Ja, das war dann mein Teil des Talks, und jetzt okay. Was wir hier sehr wertvolle Lektion gelernt haben über die Kosten. Denn die Kosten sind vielleicht nicht offensichtlich, wenn man in den Shop läuft und dein Mikrocontroller kostet weniger als 1 Euro.
aber all die anderen Kosten addieren sich auf zu dem, was wir da gesehen haben. Das kann einen überraschen. Du kannst dich also selber fragen, was kommt denn jetzt als nächstes? Ich habe mal im Publikum rumgeguckt, ich habe da viele Blinken Rockets gesehen, das ist eine gute Sache, aber wie geht es denn jetzt weiter? Okay, heute gibt es Lötworkshops auf dem Junghackertag hier auf dem Kongress. Und ich weiß nicht, wie das mit dem Alter ist, aber wenn ihr Kinder seid, lauft dahin und habt Spaß, eine Rakete zu löten. Es wird mehr Workshops geben, denn die ersten Kits wurden 2017 verteilt und jetzt gibt es nochmal 1000 Kits. Also es werden noch mehr verteilt für Workshops. Es wird zum Beispiel Jugendhack-Workshops in Österreich geben nächstes Jahr. Wenn du in der Nähe von Österreich oder aus Österreich kommst, dann geh doch dahin. Und natürlich, wenn du kein Erwachsener bist. Aber selbst wenn du ein Erwachsener bist, kein Problem. Du kannst einfach einen Workshop in deiner Community erstellen. Und wenn du einen eigenen Soldering-Workshop haben willst, dann zögere nicht, uns zu fragen. Wir haben alle Materialien, die wir brauchen, um euch einen eigenen Workshop an die Hand zu geben. Wir haben Übung, wir haben Hilfe und wir werden das Beste versuchen, euren Workshop einen Erfolg werden zu lassen. Und außerdem könnt ihr auch in seinem Shop vorbeigucken und wenn ihr dort welche Bausätze kauft, dann wird automatisch ein Kit an einen kostenlosen Workshop gespendet. Also ihr kauft quasi eins und zahlt aber zwei. Und das machen wir, weil wir glauben, es sollte möglich sein, solche Sachen auch unabhängig von Geld an Kinder zu bringen. Ich denke, das ist eine gute Sache. Wenn du ein bisschen Freizeit hast, die du da investieren kannst, dann, ich denke, jeder hat sowas. Und speziell, wenn du im lokalen Hackspace bist, dann überleg doch, ob ihr nicht einen lokalen Workshop macht. Wenn ihr ein Webentwickler seid und ihr wollt ein bisschen Zeit investieren, alles zu überprüfen, dann schaut doch in unser GitHub Repository mit einem Code und ihr könnt überlegen, ob ihr vielleicht Sachen ein bisschen besser machen könnt, zum Beispiel Support für Animation oder bessere Editierungswerkzeuge oder Teilknöpfe, damit man die Sachen mit den Freunden teilen kann. Und natürlich erzählt davon, das ist alles Open Source, das ist damit extra so gemacht, dass ihr Leute ermutigt werdet, das zu benutzen, was wir gemacht haben. Also bitte, das ist der Grund, warum wir alles Open Source gemacht haben. Und bitte macht das selbst. Wenn ihr auch solche Sachen macht, das ist unsere Bitte. Das ist das Ende des Vortrags und jetzt kommen wir zu Fragen und Antworten. Und wenn ihr in Deutsch antworten wollt, dann kein Problem. Wir werden eure Fragen entgegennehmen, sie in Englisch übersetzen und in Englisch antworten und die Übersetzungskabinen werden euch dann den deutschen Talk die Antworten geben. Und außerdem gibt es hier meine E-Mail-Adresse und meine Twitter und meine Telefonnummer ist 78785, ich weiß nicht mehr. Komm einfach vor zu mir und ich zeige euch nochmal, wie das war. Thank you very much. Round of applause for the speakers. Okay, meine Telefonnummer war 7855. Vielen lieben Dank und einen großen Applaus für die Sprecher. Okay, es gibt vier Mikrofone. Wenn ihr Fragen habt, stellt euch an die Mikrofone und wir nehmen natürlich auch Fragen aus dem Internet entgegen. Seid nicht schüchtern. No questions? I did not expect it at all. So. Ah, there is a question. Okay, da gibt es eine Frage. Verkauft ihr die Kits auch hier? Ja, machen wir. Wir sind in der Hardware-Hacking in dem Bereich und da verkaufen wir die auch hier auf dem Kongress und ihr könnt einfach nach dem Talk hier dann mit euch mitkommen und einen oder mehrere erwerben. Okay, gibt es weitere Fragen? Ich glaube nicht. Dann vielen lieben Dank für euren Talk. Einen großen Applaus.